Andere träumen ja, ein Fußballstar zu sein. Kleine Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein. Und der Barbarenkönig, er träumt davon, ein Mauerbrecher zu sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von Playageddon. Und ja, heute steht eigentlich gar kein richtiges Thema in der Folge an. Wir werden einfach nur ein bisschen chillen und angreifen, würde ich mal sagen. Und bevor wir das jetzt tun, werde ich euch erstmal den letzten CW zeigen. 40 zu 18, also das war wieder eine CW-Rasur, wie schon der Titel der letzten CW-Folge war. Wir können uns ja mal die Karte ansehen. Auf der anderen Seite fast überall 3-Stars. 3 Sterne, 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 3 Sterne. Da leider nur ein Stern, 3 Sterne, 3 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne. Ja, also wir haben fast die maximale Sternzahl wieder erreicht. Uns haben nur 5 Sterne gefehlt. Wir können uns ja mal ein paar Angriffe gucken. Oh, Hero ist der Fight von mir. Nehmen wir uns mal direkt angucken. Ah, das war der erste. Können wir uns mal direkt angucken. Ich habe hier erst einen Bogenschützen hingesetzt, um die Clanburg rauszulocken. Können wir vorspulen, ist jetzt nichts Spektakuläres dran. Habe ich schön ausgenockt und dann hat der Hauptangriff begonnen. Nein, einfache Geschwindigkeit. Dann habe ich die Golems gesetzt. Die Golems haben die Kanone langsam schön ausgenockt. Und die Mauerbrecher hier sind leider gefailt, beziehungsweise wurden vom Tesla getötet. Dann die Magier hinterher. Ich dachte zu dem Zeitpunkt irgendwie, das wird ein Fail oder so, aber ich hatte noch Glück. Wir können mal zweifache Geschwindigkeit machen. Die Magier räumen da schon ein bisschen auf. Dann habe ich noch einen Wutzauber gesetzt und 3 Packers. Leider ist nur ein Packer zum Wutzauber gelaufen und der Wutzauber hat es eigentlich nicht gebracht. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so maximal 1 Stern. Aber jetzt schauen wir aber weiter. Hier sind die schön reingelaufen, habe ich einen Sprungzauber perfekt gesetzt, sodass sie noch darüber jumpen konnten über die nächste Mauer. Dann sind hier noch, oh doch nicht, doch, hier sind die noch rüber gejumpt. Und haben zum Glück noch das Rathaus gefällt. Gefällt, ja, sagen wir einfach, das Rathaus wäre ein Baum und das haben die gefällt. Genau, dann hat er hier eine Magier noch, hier noch ein bisschen an X-Bow Schaden gemacht. Aber dann wurde der ja vom Minenwerfer ausgenockt. Dann kam die Bogenschützenkönigin, die ich noch ein bisschen habe arbeiten lassen, sozusagen ein paar Überstunden. Ja, dann ist der X-Bow komplett kaputt gegangen. Dann habe ich mir noch gedacht, Alter, diese Push-Up-Nachrichten nerven echt. Da habe ich mir noch gedacht, eventuell können wir uns noch ein bisschen aus dem dunklen Lager holen. Und so war es dann auch. Wie man auch sieht, die Bogenschützenkönigin hat noch schön die Mauer kaputt gemacht. Ich war erleichtert, dass ich 2 Sterne geschafft habe. Und ich habe noch, Alter, 320 Dunkles aus den Lagern bekommen. Aus dem Lager habe ich die noch bekommen. 61% 2 Sterne bei dem ersten. Und das war, glaube ich, sogar ein Level 115er oder so, oder? 115 oder 116 war das. Wir gucken uns mal feindliches Team an. 113, Entschuldigung. Okay, da haben schon einige den Clan wieder verlassen. Mein Team, alle drin. Also man kann schon sagen, wir sind ein eingespieltes Team. So zu, Alter. Ich glaube, ich werde es gleich in Einstellungen ändern. Das in der Aufnahme nervt auch völlig. Kriegslog. Einmal 28 zu 12 und jetzt 40 zu 18. Da haben wir jetzt schon 280 XP. Also bald sind wir schon auf Level 2. Mal gucken, wie viel ich in der Clanbook habe. 681.000 von beidem und 2.730 Dunkles. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wir haben wieder 60.000 Dunkles, 2,4 Millionen Alex und 3,2 Millionen Gold. Von den 2,4 Millionen Alex werde ich wieder eine Kaserne machen. Hat am meisten, im Moment am meisten Sinn, finde ich. Hier habe ich ja eine, ich baue gerade 2 aus. Habe ich leider nur 2 Kasernen übrig, aber das macht nichts, wirklich. Im Moment kann ich sowieso nicht so oft angreifen. Jetzt vielleicht übers Wochenende, aber egal. Ich habe ja mein Praktikum in der Sparkasse und da ist es schon ein bisschen vom zeitlichen her etwas schlimm, beziehungsweise eng. Wir haben es gerade 5:30, also ich bin auch erst vor 90 Minuten nach Hause gekommen. Naja, was heißt hier erst, ne? Also, ja, ich würde auch mal sagen, wir werden jetzt angreifen und ich werde die Gegnersuche überspringen. Bis gleich. Hier hätten wir Loot gefunden, alles in den Minen und Sammlern. Ist nicht viel, aber ich kann damit leben. Ich kann wirklich damit leben. Und dann werden wir es einfach mitnehmen. Ich sag immer, was man mitnehmen kann, soll man noch mitnehmen. Also ich habe ja jetzt geplant, bald die Bogenschützentürme auf 11 zu upgraden. Müsste ich eigentlich auch schon den ersten Ball starten können, ich weiß nicht. Alter, diese Chats ringen auch so auf, ey. Ich bin ein gefragter Mann.
Ja, dann habe ich den ersten Bogenschützenturm auf 5 und es gibt, glaube ich, 6. Oh Gott, das wird wieder heiter, alle abzugraden. Ich habe gerade hier erstmal alle meine Luftabwehren beendet. Irgendwie scheint ihr... Alter, wer schreit mir denn so? Ey, immer wenn ich... Kennt ihr das auch? Wenn ihr keine Zeit habt, dann bekommt ihr 1000 WhatsApp-Nachrichten. Aber wenn ihr Zeit habt, dann langweilt ihr euch zu Tode, weil euch keiner schreibt. Ich hasse das so sehr. Wir werden einfach mit den Helden versuchen, weit reinzubekommen. Da ja... Ah, Mist. Egal. Eigentlich sollte ich mich mal um meine Queen kümmern, dass sie so langsam auf 10 kommt. Aber ich finde, der Golem auf 4 hat ein bisschen Priorität. Wegen dann ist er schon auf Max für mein Rathaus-Level. Und das ist ja schon relativ nice, würde ich sagen. Und für Clan-Krieger hat es auch nur Vorteile, wenn ich den schon direkt auf Max mache. Ja, ganz auf Max ist er nicht. Auf 4 ist er ja... Ja, fast Max. Der geht ja maximal auf 5 und auf 4 wird er schon dunkler. Bestimmt sieht er dann richtig geil aus. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich gleich meine Helden zünde. Vergesse ich immer wieder gerne. So. Naja, der Magieturm macht ja keinen Damage beim Barbarenkönig. Aber bei der Bogenschützenkönigin merkt man schon mächtig, dass er da Damage macht. Ach ja, der liebe Barbarenkönig spielt mal wieder Mauerbrecher. Barbarenkönig. Wenn ich dich so nennen darf. Du bist kein Mauerbrecher, versteh es endlich. Ja, er muss hier lang, aber trotzdem. In manchen Situationen denkst du dir auch nur so, what the fuck, wieso geht er da lang? Also, manchmal ist da hier auch so, dass hier irgendwie eine Mauer ist. Er kann außen rumgehen, aber nein, er spielt lieber Mauerbrecher. Vielleicht will der Barbarenkönig auch Mauerbrecher sein. Das kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht andere träumen ja, ein Fußballstar zu sein. Kleine Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein. Und der Barbarenkönig, er träumt davon, ein Mauerbrecher zu sein, genau. So sieht's aus. So will ich auch die Folge nennen. Der Barbarenkönig träumt vom Mauerbrecherjob. Genau, so werde ich die Folge nennen. So, die Bogenschützenkönigin können wir jetzt zünden. Also ich finde auch, die Bogenschützenkönigin läuft meistens auch klüger als der Barbarenkönig. Auch an manchen Stellen merkt man, dass also die Bogenschützenkönigin hat mir schon ganz oft im CW den Arsch gerettet, indem sie zum Rathaus gelaufen ist. Ja, kann man ja auch genau beenden. Ja... Mit dem Loot-Bonus ist sogar noch einigermaßen ertragbar. Also ich war nicht der größte Loot, aber Loot ist Loot, würde ich sagen. Loot ist Loot. So, wieder ein paar Truppskis nachproduzieren. Im Übrigen, ich will jetzt in jeder Folge irgendwie noch ein bisschen Werbung machen für unseren Clan Darkblade. Clan-Kürzel Hashtag 2LOVYUU8. Wirklich, wir sind ganz nett. Okay, ab Level 70 jetzt. Spendenverhältnis 1:2 wurde auch geändert statt 1:3. Immer freundlich sein. CW, 2 Angriffe, Älteste ab 100 Spenden. Keine STV-Anfragen. YouTube PlayerGannon. Ach, muss ich wieder anpassen. PlayerGannon ist falsch geschrieben. So. Das G muss groß geschrieben werden. Das ist mir sehr wichtig, dass man das macht. So, falls ihr mal auch bei einer CW-Rasur dabei sein wollt, würde ich sagen, kommt doch mal in unseren Clan und da können wir auch mal gemeinsam ein CW machen. Aber ich muss euch vorher warnen. Ich glaube, wir hatten die Regelung, wenn man 0 Sterne holt, dass man dann gekickt wird. Also am besten bei jedem Angriff 2 Sterne holen und wir rasieren den Markt. Hier, wie man auch sieht, 2 Luftabwehren auf 7. Die eine ist in 7 Tagen und 23 Stunden fertig, die anderen 5 Tagen und 15 Stunden. Ja, 62.000 Dunkles habe ich im Moment. Fehlen noch 18.000, bis ich den Golem wieder upgraden kann. Plus 500 Trefferpunkte bekommt er wieder. Und 600 Dunkles kostet der dann inzwischen. Ah, das ist richtig heavy, ey. Da würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.